Ja, Münster, willkommen zurück zu O. Oh, zu Odyssey. Was war das denn jetzt für ein komischer Anfang mal wieder? Aber eigentlich ist doch jeder Anfang komisch. Naja, egal. Wir sind im verlorenen Land oder wollen da auf jeden Fall jetzt hin. Und das zu 100% komplettieren. Hoffentlich. Ich freue mich nicht, weil das verlorene Land ist jetzt nicht so das geilste auf der Welt. Naja. Vielleicht werden wir doch vom anderen überzeugt, vom Positiven. Vielleicht ist es genau, vielleicht. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Das sage ich jetzt mal so. Gut, tun wir das bitte. Dann teleportiere mich einfach hin. Das wollte ich sagen. Wir haben jetzt nicht so krass, glaube ich, hier geguckt. Ich weiß nicht, ob ich alle. Habe ich damals alle Dinger gesammelt? Alle, das ist der falsche Knopf. Immer den falschen Knopf. Alle. Nein, mir fehlen noch 9 Stück. Das ist ein Mond. Hallo Mond. Denn war der schon immer da? Good job. Was? Nee, war der Mond schon immer da? Ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht ist es auch ganz simpel. Einfach ein neuer Mond, kann natürlich auch sein. Wie komme ich denn da hin? Kann ich denn irgendwie. Oh, das geht tatsächlich. Das hat sogar wirklich funktioniert. Gib mir den Mond. Thank you. Auf einem Baum im Sumpf. Da hinten könnte was sein, aber warum sollte da was sein? Das ist denn die andere Frage. Da hinten sind Münzen. Ich rieche die Münzen. Gut, wenn ich schon hier bin, ne? Da komme ich doch wetten nur mit dem Flugsaurier hin, oder? Was war das, bitteschön? Was war das gerade? Ein Sprung ins Leere. Ich glaube, ich sollte keine Fehler machen. Einfach versuchen, alles zu machen wie ein Profi. Dann funktioniert das schon. Darf ich das auch anders versuchen? Irgendwie so, das geht eh nicht. Ja, so, das geht eh nicht. Wie soll ich da hochkommen? Na! Ich liebe das Spiel. Du weißt es nur noch nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, wie soll ich da hinkommen? Und dann hält er sich da wie so ein ekliger Tarzan fest oder sowas. Das war doch drauf, mein Gott. Dann mach ich einfach mal hier so. Kann ich an der Wand ich will an der Wand irgendwie so ein. Hier eine Stampfattacke machen. Ich darf nicht abspringen. Warte mal, lass mich mal hier irgendwie so. Jo, das geht sogar. Echt beeindruckend. Ich würde ja meinen Hut vor dir ziehen, aber. Ach, Cappy und seine lustigen Witze, ne? Da haben wir wieder ein paar Punkte mehr. Aber, meine lieben Damen und Herren, wir müssen ja da unten hin. Da unten müssen wir hin. Überhaupt noch hier ein paar Monde, den Weg mache ich schon mal frei. Was ist das denn für ein. Der leuchtet's, ne? Okay, kann man auch mal machen. Den Mond einfach hier verstecken. In der aufragenden Steinsaber, da habe ich gedacht. Aber das haben wir, glaube ich, schon. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Was macht da oben denn so ein Huttyp? In Cappy. Ich bin hier, um das Wesen zu sehen, das aus bunten, runden Einzelteilen besteht. Ich hoffe so sehr, ich sehe eins. Was? Was? Was meint er? Runde Einzelteile. Warte mal, meint er dieses Vieh? Oh Gott, nee, das schießt mich ja weg, ne? Hä, was meint er? Runde, bunte Einzelteile. What? Oh, unsichtbare Münzen. Ich bin ja hier, wow, ich fühle mich geehrt. Mal bam, und dann baut's so. Dann sammeln wir erstmal hier die Monde ein, die. Ja, gut, sind jetzt nicht so viele. Verlorene Land ist ja nicht so riesig, ne? Das ist das Schöne am Verlorenen Land. Ja, ich hab gesehen. Wirklich. Geradeaus können wir gerade mal gehen. Das wollte ich jetzt nicht. Wollte ich an der Palme hängen bleiben. Da oben. Da kann ich auch zu Fuß hingehen. Also so schwer ist es jetzt auch nicht. Da oben, ja.
im Ding hier. Wie soll ich denn das machen? Soll ich mit dem... Oh Gott. Nee, hä? Da ist ein Hase, ich sehe es gerade schon. Das bringt mich schon zum Kotzen, ne? Wenn ich diesen Hasen hier schon rieche. Ja, gib mir bitte diesen Mond. Und da in der Mitte, da hobbelihopp im Dschungel, ich freue mich so. Da kann man, glaube ich, nicht einfach weiterkommen. Jo, so ist es auch. Was ist mit dem Typen da vorne? Ich kann den nicht übernehmen, das geht ja nicht. Kann der mir folgen? Wow. Nee, kann der nicht. Was soll ich denn da machen? Ich bin gerade überlegen, aber die Wickler können nichts machen, ne? Ach, das will er sehen, ne? Der Hut-Typ. Ist das denn ernst jetzt? Ist das denn ernst? Ich falle in die... Säure. Ja, ich wollte gerade sagen Gift, aber in die Gift, das geht schlecht, ne? Ich werde... Aber der will, glaube ich, so einen Tropenwickler sehen, kann das sein? Aber was ist mit dem... Mit dem Ding hier, mit dem... Ich kann die ja auch nicht nehmen, hier. Oder, warte mal, wird das Problem... Ich denke doch nicht nach, ne? Ich kann doch das Ding hier verschieben. Und dann kann ich den von hier drüben... Ach, du Gott. Ach, du Gott. Ja, ich will doch nicht runterfallen. Kann ich nicht auch einfach hier stehen bleiben? Ein bisschen so ungefähr, ne? So rechts. Bumm. Bumm. Ein bisschen... Nee, das hat schon gepasst. Das ist wunderschön. Ach Gott, wenn man hier schön ruhig die Mone sammeln kann, ist es doch wirklich schön. Also, muss man wirklich sagen. Das ist irgendwie ein Vogel, jetzt hat den Hut klaut und sowas. Ne? Gut platziert. Kabum. Yay. Der wollte einen Wickler sehen. Kann das sein? Guck mal, da holen wir noch nebenbei ungewollt noch normale Mone. Das ist doch schön. Ja, das ist wunderschön. Habe ich was falsch gemacht? Bitte was? Ach so, nee, ich muss da runtergehen, ne? Und dann muss ich... Dann muss ich rausgehen und wieder hier hingehen. Oh, das muss aber schnell gehen, sonst despawnt, da kann das sein. Hier entlang. Oh ja, wunderschön. Aha, es sieht ein bisschen aus wie eine Kette. Darum kann es sich strecken. Angenehmes Geräusch noch dazu. Eine großartige Entdeckung. Dank dir ist das Geheimnis endlich gelüftet. Das Geheimnis, ne? Hm. Die Tropenwickler gibt es doch, glaube ich, nur hier. Kann das sein? Die Tropenwickler? Oder gab es im Schlemm... Ne, im Schlemmerland gab es hier nicht, oder? Als nächstes müssen wir dort vorne hin. Wo ist das? Einfach geradeaus. Ja gut, das ist so... Das ist auch vielversprechend. Irgendwie hier unten. Stell ich mal hier hin. Ich will auf den Baum springen aus irgendeinem Grund. Ist es das? Ne, das ist natürlich nicht. Ich dachte nicht mehr, aber schon, ne? Was? Da! Och, lol. Hätte mir jemand sagen können. Wie umsonst da hingesprungen, ne? Oh, ich hab's sogar noch. Ich dachte gerade, ich fall runter. Ich sprung hinunter auf die Baum. Ja gut, hinunter war es jetzt nicht. Das sind noch ein paar Münzlein. Wunderbar. Als nächstes geht es. Wohin? Ich schau mal hier drauf. Da vorne? Fragezeichen. Ich spring mal da dran, ne? Da kann ich mich schön festhalten. Okay, gut, das hat funktioniert. Da kann ich mich mal hier an die Baumkrone springen. Was hat er so leuchtet? Keine Ahnung. Was Blatt, glaube ich. Reflexion. Hier neben rechts, sagt er mir was. Aber da kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht einfach reinspringen, oder? Ach, ja gut. Ist einfach hier, ne? Oder auch nicht? Na klar, hier. Da. Hier. Es war ein Herz. Da unten. Ich will jetzt nicht einfach da reinspringen, ne? Hä?
Brauche ich den Wickler dafür, dass ich irgendwie mich strecken muss oder so? Hä? Hier auf den Kreuz? Dann irgendwie da. Hä? Ich kann schlicht einfach hier runterspringen. Ja, kann ich auch nicht. Was soll ich denn da machen? Ich hab doch irgendwie... Ich kann doch nicht in die Lava reingehen, oder? Moment. Irgendwas über... Das lassen wir mal... Lassen wir erstmal weg, ne? Als nächstes können wir nochmal hier anfangen gehen. Oh, das ist das Cooper Freerunning. Ach, das wird schön. Ich freue mich schon aus Cooper Freerunning, weil Cooper Freerunnings, die gerade im verlorenen Land so wunderschön sind. Wobei, da gibt es eine Abkürzung über die Palmen. Den könnte ich gerade mal versuchen. Dass man irgendwie... Wo ist der Berg? Der ist... Dass man irgendwie da irgendwie sowas macht. Man irgendwie... Ja, das hat super funktioniert, ne? Das hat auch wieder super funktioniert. Dass man... Ja, cool. Das hat auch wieder super funktioniert. Was ist denn jetzt los hier? Der Baum ist zwar stabil, aber trotzdem. Lass die Palme, beruhigt euch. Das müsste aber normalerweise hier irgendwie machbar sein. Natürlich nicht. Weil ich in die... Säure gesprungen bin. Ich hätte das ja nicht hinbekommen, ne? Oder ist es doch die Palme hier vorne? Ist es dein Ernst? Ich habe den Stammbeitrag auf dem Blatt gemacht und ich fall runter. Soll ich irgendwie hier so einen Dreiersprung aus für... Dreiersprung. Ein Baum-Runtersprung wohl eher, ne? Ah, da fall ich... Nein, nicht runterfallen. Lass mal irgendwie so ein... Ja, das geht sogar. Wie ein Mari 64. Ja, ja, das macht Spaß. So eklige Sprünge, ne? Das würde theoretisch gehen, ne? Wenn man wirklich am Ende des Palmenblattes abspringt, ne? Aber ich versuch's natürlich, ne? Also, ist ja klar. Dieses Scoopy Freerunning, ne? Wir sind Ländersprinter. Mache ich. Wir machen auch einen hier, ja. Und Zielen ist wie immer eine Lichtsäule. Kennst ja die Regeln. Wo ist wohl das Ziel? Ist es auf dem Berg zufälligerweise? Das ist ganz oben. Ja, oh, natürlich. Natürlich. Ich versuche das mal gerade, ne? Das Ding ist... Es wird schon, ja, ich wollte gerade sagen, wird schon daran failen, den Baum zu finden und überhaupt zu überleben. Warum sage ich Baum? Die Palme, ey, beruhig dich. Ja, ich bin dabei. Nochmal, dankeschön. Habe ich jetzt Münzen verloren? Ich habe es gar nicht gesehen. Hä? Ich habe jetzt Zeit zum Walljump? Was habe ich jetzt schon wieder? Weitspringen. Natürlich. Das... Nee. Als ob das jetzt nicht gereicht hat. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Dann versuch's auf den Vorsprung dazu zu springen. Das könnte es vielleicht werden. Vielleicht so ein eleganter Sprung direkt auf die Palme. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dreimal, okay. War da bitteschön der, wo war da bitteschön der, dritte Sprung? Der dritte Dreiersprung, also. Nicht der dritte Dreiersprung, das habe ich jetzt schon wieder hier. Der dritte Sprung vom Dreiersprung wohl eher. Vielleicht sollte ich auch einfach nur hier die Palme ganz normal hochgehen, ne? Das ist, glaube ich, manchmal sinnvoller. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Eieiei, ich glaube, das wird gut, ne? 34 Sekunden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Beste ist, ne, aber... Also von der Freundin ist es ja, aber... Es reicht auf jeden Fall, glaube ich, für beide Monde. Überschallgeschwindigkeit, ja. Ich frage mich tatsächlich, warum man nicht direkt beide bekommt, weil theoretisch kann das Spiel berechnen, ja, da wird der Goldene rennen. Theoretisch. Nicht auf jeden Fall, ne, also. Na gut, aber zweimal, ne, kann man auch mal machen, ne, muss man nicht. Vielleicht finde ich ja besser. Ich muss einfach besser auf die Palme kommen und am besten dann den 3R-Sprung perfekt ausführen. Nicht vorher 50 Mal failen daran, ne? Das ist halt eine kleine Verbesserung, die man machen könnte. Das war jetzt ein bisschen besser. Das war ein bisschen schlechter. Ne, das war schlechter. Ja, das war schlechter allgemein, weil ich... Nö. Nee. Das ist so schön, ich liebe es, ne? Das Ding ist, ich kann doch nicht berechnen, natürlich berechnen. Ich kann ja nicht sehen, wo die Palme anfängt. Was war das jetzt? Natürlich bleibt der an der Palme, hängt der fest. Natürlich, das war... Ja, fall runter, natürlich. Und dann noch ganz langsam die Palme hochrennen. Ist es wieder? Ich bremse halt ab, ne? Das ist das Problem. Weil ich bin schon bereit, irgendwie, ich will halt nicht drüber springen, aber das dürfte eigentlich ja nicht passieren, ne? Naja, so ist das, ne? Vielleicht wird's jetzt was, man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich mal. Aber umso besser man halt... Das war ziemlich schlecht. Wobei, nee... Oder doch? Vielleicht auch doch? Ja? Doch, das war schlecht. Eindeutig. Naja. Vielleicht... Das wird das... Was? Ja, auch egal. Ich muss halt am Anfang direkt... Das... Nein. Ich würde sagen, das wird's aber... Nee. Der kommt halt so eklig an die Palmen dran, ne? An die Palmenblätter. Oh. Was mache ich denn jetzt? Warum habe ich den letzten Dive nach hinten gemacht? Was soll das denn jetzt hier? Ja, ich weiß, dass es nicht so berauschend war, aber trotzdem. Ach, nochmal. Vielleicht sollte ich einfach... Ja, nein, doch! Ja! Nein, das gibt's nicht. Ich fass es nicht. Das gibt's jetzt nicht. Ich bekomme einen Anfall. Das war gerade so perfekt am Anfang. Es war so perfekt. Und dann knall ich wieder gegen die Wand. Das ist... Nein. Das ist traurig. Ich bezweifle, dass ich das nochmal so hinbekomme. Das war halt schon perfekt, ne? Ich wollte gerade sagen, wow. Ich darf halt nicht am Baum direkt einen Dive machen. Das macht mich direkt. Bekloppt macht mich das, ja. Das war. Ja, es ist jetzt schon schlechter. Ja. Das ist nicht so gut, aber ich hoffe mal, das reicht für den ersten Platz. Das ist ja das Wichtigste. Ah, das war grottenschlecht, aber naja, so ist das, ne? Erster Versuch ist immer der Beste. Aber das kann man schon schnell schaffen, wie das hier, ne? Naja, ja, ist über Überschreibgeschwindigkeit, yo. Was ich direkt mache, wenn ich schon hier den Kasten sehe neben mir, ne? Direkt mal nach einem Taxi oder so Ausschau halten, das hier rumfliegt. Mond vielleicht? Vielleicht ist der Mond hier auch diesmal was. Der Mond sieht von hier aus so hübsch aus. Jo, ich freue mich. Nix. Kein Mond. Kein Mond. Vielleicht hier? Nee. Was ist denn da hinten?
komisch. Dort. Oh, nix. Ah, hier ist das fliegende Taxi. Ich dachte mir schon, dass hier eins ist. Jo, gibt auch wieder Mond. Das kann man sich aber schon denken, ne? Ist halt wirklich so. Langsam lernt man noch dazu, ne? Naja, naja. Reicht das noch für einen Mond? Nach dem hier? Gute Frage. Hallo? Gute Frage eigentlich, ne? Für den auf jeden Fall. Taxiflug über Island Toxico. Ja. Hier gibt's eine Röhre gibt's da. Nee, den holen wir nicht. Den holen wir, den, der ganz vorne ist. Den können wir noch holen. Okay. Einfach hier, die funkelnde Frucht. Kann man machen, denke ich. Es könnte halt überall, wo ein Baum ist, ein Baumstumpf, da könnte halt überall eine... Ach, das war der. Das war der Mond sogar. Guck mal, dann gehe ich jetzt nochmal auf den Käfig hier. Der geht kaputt, wenn ich jetzt schon weiter drauf ausführe oder auch nicht. Dann kann ich hier nochmal vielleicht das machen, die Challenge. Was? Natürlich! Ja, das ist natürlich sehr, sehr logisch, dass die Palmenblätter so hart sind wie Stein. Und man nicht durchfällt, sondern daran abprallt. Ne? Also, Logik mal wieder vom Feinsten. Kann ich halt irgendwie... Weil ich muss es auf Nummer sicher machen, ne? War das Nummer sicher? Ja, war's. Es war... Also beim Klingeln, ne? Beim Klingeln habe ich ihn noch bekommen. Gut, das waren dann die beiden Mone, die wir noch holen. Da gibt's im nächsten Part zweimal zwei Röhren. Zweimal zwei Mone, das wollte ich sagen. Und hier den... Da weiß ich nicht, wie ich den bekomme. Kann ich aber nachschauen, so ist es ja nicht. Da würde ich sagen, das war's mit dem Part. War ein bisschen, komisch. Wir müssen auch noch die ganzen Münzen sammeln, ne? Wenn ich hier nicht finde... was habe ich schon wieder? Wenn ich hier nicht finde... hallo? Es sind noch drei. Die können überall sein. Dann hole ich einfach das Bowser-Amiibo. Oder das aktiviere ich jetzt gleich schon. Weil dann bekommt man ja gesagt, wo die Münzen sind, oder? Meine ich. Naja gut, das war's. Bis dann und tschüss.